Dankeschön, Peter. Das ist unser Veranstalter für heute Abend. Wir sind Irish Heartbeat Festival. Leider habe ich nicht alles mitgekriegt, was euch der Peter gesagt hat. Ich halte es kurz. Wir machen diese Tour seit Jahren. Das war früher St. Patrick's Day Celebration. Es ist immer im gleichen Format, drei Gruppen, also zwei Pausen. Und was wichtig ist für euch, ist zu wissen, dass es bei uns keine Stars und keine Vorgruppen gibt. Jeder Musiker ist hier auf der Bühne wegen seinem Können oder ihrem Können an der Musik. Und wenn euch also die erste oder die zweite Gruppe gefällt, dann bitte nach Zugabe klatschen und ihr bekommt auch eine. Okay? Also, ja. So, zur ersten Gruppe. Das ist ein Duo. Der junge Herr am Akkordeon ist irischer Abstammung und der junge Herr an der Gitarre ist schottischer Abstammung. Sie waren mit dieser Tournee vor 12, 13 Jahren unterwegs und seither nicht mehr in Deutschland auf Tournee. Und so freuen sie sich riesig, wieder hier zu sein. Ladies and Gentlemen, please welcome Alistair Russell and Chris Parkinson. Thank you.
Stefan, that goes for me to accordion. Oh, thank you very much. I know it seems strange to want to hear more accordion, but anyway. Dankeschön. The Stück hieß The Blarney Roses. Ihr kennt vielleicht diesen Ort in Südwestengland, Blarney, und da ist ein Schloss, und oben auf einem Turm im Schloss ist der Blarney Stone oder der Blarney Stein. Und wenn man diesen Stein küsst, dann bekommt man Überredungskraft. Man kann jeden zu allem überreden. Und deswegen machen sich viele Pilger auf den Weg, diesen Stein zu küssen. Darunter die junge Dame in diesem Lied, die dem jungen Mann überzeugt hat, dass sie ihn liebt und dann ihm sein ganzes Geld gestohlen hat. So, und jetzt aus der gleichen Ecke Irlands, aus dem Südwesten, zwei Tanzstücke. Das sind Kerry Polkas aus der Grafschaft Kerry, aber wie der Name vorschlägt oder eindeutet, Polka, das ist ein Rhythmus, der etwas weiter östlich von hier entstanden ist.